Willkommen zu Auf Posten stehen. Und jetzt Pastor Norbert Lenk. Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Folge unserer Sendung Auf Posten stehen. Im Hinblick auf den Angriff von Amerika und Großbritannien und Frankreich auf Syrien wird viel von einer Furcht vor dem Dritten Weltkrieg gesprochen. Viele der Medien sprechen bereits schon von dem Beginn des Dritten Weltkrieges. Wie sieht das aus? Können wir erwarten, dass sich die Entwicklungen, die Ereignisse in Syrien zu einem Dritten Weltkrieg ausbreiten werden? Zunächst einmal möchte ich Ihnen ein paar Artikel vorlesen, wo die dubiose, wie es so gesagt wird, Rolle von Deutschland zum Ausdruck gebracht wurde. Da schreibt zum Beispiel die Bild-Zeitung vom 15. April, warum drückt sich Deutschland vor der Drecksarbeit? Und dann geht es wie folgt weiter. Mission erfüllt, twittert US-Präsident Donald Trump. Britische Tornados, französische Rafael und Mirage-Bomber, F-16 Kampfjets der US Air Force haben weit über 100 Raketen abgefeuert. Giftgas, Depots und Lager, zwei Militäreinrichtungen in Syrien wurden zerstört. Und was tut Deutschland? Hält sich zurück, stellt klar, dass man sich an Militäraktionen gegen Assads Gaskrieg nicht beteiligen werde und applaudieren ein bisschen, nachdem die Verbündeten ihre Schuldigkeit getan haben. Angemessen, verhältnismäßig erforderlich finden Kanzlerin Merkel und ihre Verteidigungsministerin von der Leyen die Luftschläge der NATO-Partner. Von Dank für deren Einsatz kommt Biden kein Wort über die Lippen. Wir sind dafür, doch nicht dabei, sagt Bundeswehrhistoriker Michael Wolfson. Mehr als 80% der Deutschen seien, wie die Bundesregierung, gegen Militäreinsätze. Wolfson, auf der einen Seite hören wir seit Jahrzehnten nie wieder Auschwitz. Über die damals von deutschen Gas Ermordeten wird heute in Deutschland geweint. Gegen die jetzige Auschwitz-Variante wird nichts getan. Unsere Hauptverbündeten beklagen schon lange diese bundesdeutsche Drückebergerei. Jetzt fragen sie bei uns nicht einmal mehr an. Besonders in Israel, heißt es weiter in dem Artikel, steigt die Verbitterung über die Zurückhaltung der Deutschen. Aus Berlin höre man nichts als leere Rhetorik, schreibt selbst die linke Zeitung Haaretz. 70 Jahre nach dem Holocaust ist Merkel der Pazifismus ganz offenkundig wichtiger als die Tatsache, dass Kinder mit Gas ermordet werden. Einer, der sich ebenfalls sehr stark gegen die Politik der Regierung ausgesprochen hat, ist kein anderer als Gutenberg. Bild schreibt am 16. April, Gutenberg wirft Merkel billige Ausreden vor. Der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg hat die Bundesregierung wegen ihres Verhaltens im Syrien-Konflikt scharf kritisiert. Merkels Argumente gegen eine Beteiligung an den Luftschlägen gegen Assad nannte zu Gutenberg eine Ausrede, die ihm zu billig sei. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen weckt, weder in der eigenen Bevölkerung noch im internationalen Kontext, so der Ex-Minister. Der Spiegel schrieb am 15. April, dass die westeuropäische Presse weitgehend sich einig ist. Die US-geführten Luftangriffe auf Ziele in Syrien werden den Konflikt nicht entscheidend zur positiven wenden. Donald Trump wird teils harsch kritisiert. Und dann gab es einen interessanten Artikel von dem Stern, wo es wie folgt heißt, nachdem diese Angriffe erfolgt waren: Die USA haben keine Strategie, weshalb der Syrien-Angriff vom großen Versagen ablenkt. Allerdings hat Assad mit konventionellen Waffen ebenso willkürlich getötet. Nur 1% der Menschen, die sein Regime umgebracht hat, starben an Chemiewaffen. Viel mehr Syrer verloren ihr Leben, wenn Flugzeuge und Hubschrauber Bomben auf Wohngebiete abwarfen. Damit kann Assad ungehindert weitermachen. Ein Eingreifen dagegen diskutiert niemand im Westen. Symbolisch war der Luftschlag von gestern Nacht auch deshalb, weil sich der Westen damit selbst vergewissert, doch etwas getan zu haben. Das lenkt ein bisschen vom großen Versagen seit 2012 ab, dem Zusehen bei einem Massenmord. 2012 ist natürlich der Zeitpunkt, wo der Bürgerkrieg begann in Syrien. Und der Spiegel schreibt etwas Ähnliches. 100 Raketen sind noch keine Strategie. Seinen Krieg mit nichtchemischen Waffen kann Assad also ungehindert fortführen. Und es sind genau jene Waffen, die 99% der bislang rund 500.000 Todesopfer seit Kriegsbeginn verursacht haben. Auch nach der Nacht zum Samstag wird die Strategie der USA und ihrer Verbündeten in Syrien nicht klarer.
Es gehe nicht um einen Sturz des Regimes, stellt Theresa May klar. Gleichwohl sei Assad ein Monster, betont Trump. Der US-Präsident sagt, man sei bereit für eine länger anhaltende Militärkampagne gegen das Assad-Regime. Sein Verteidigungsminister Mattis hebt hingegen hervor, das war jetzt erstmal ein einmaliger Angriff. So richtig passt das alles nicht zusammen. Das sind so die Hintergründe, warum man so unterschiedlicher Auffassung ist im Hinblick auf diesen Angriff auf Syrien. Es gibt sicherlich noch weitere Gründe. Aber man sieht bereits aufgrund dieser Aussagen, dass man nicht unbedingt von einer weltweiten Konfrontation ausgeht. Russland hat zwar gesagt, sie werden Konsequenzen ziehen, Iran das Gleiche, aber wird es tatsächlich zu einem dritten Weltkrieg kommen, wie einige meinen? Nun, die Antwort ist absichtlich, offensichtlich und ganz klar, nein. Und das kann ich deutlich sagen, nein. Zunächst einmal ist der Zeitpunkt nicht der richtige. Und sodann sind diejenigen, die teilhaben an diesen Kämpfen, nicht die richtigen. Dass Deutschland sich zurückgehalten hat, ist interessant, denn in der Zukunft werden sie sich keineswegs mehr zurückhalten. Das wird ganz klar und deutlich in der Bibel prophezeit. Aber zurzeit sind die Deutschen noch nicht willens, militärisch einzugreifen. Und so ist es Amerika und Großbritannien und, sagen wir mal, Frankreich, natürlich auf der anderen Seite Russland, Iran, Israel, Syrien und so weiter und so fort. Aber was sagt die Bibel eigentlich zu dem Ganzen? Sagt die Bibel uns etwas über die Zukunft von Syrien? Und wenn ja, in welchem Zusammenhang, in welchem zeitlichen Zusammenhang? Ich möchte Ihnen heute drei Stellen aus der Bibel vorlesen, die etwas sehr Deutliches sagen über die Zukunft von Syrien. Und zwar die erste Stelle ist in Jesaja Kapitel 17, die Verse 1 bis 4. Da wird zunächst Folgendes gesagt. Jesaja 17, Vers 1. Dies ist die Last für Damaskus. Damaskus, die Hauptstadt von Syrien, die ist ja jetzt laufend in der Presse, in den Nachrichten. Dies ist die Last für Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufen. Das wird geschehen. Die Frage ist, wann? Seine Städte werden verlassen sein, für immer, dass Herden dort weiden, die niemand verscheucht. Und es wird aus sein mit dem Bollwerk Ephraims. Ephraim, eine Beziehung, eine Bezeichnung für das Vereinigte Königreich hauptsächlich heute. Interessant, nicht wahr, wenn man das so sieht. Es wird aus sein mit dem Bollwerk Ephraims und mit dem Königtum von Damaskus und dem Rest von Aram, eine weitere Bezeichnung für Syrien, wird es gehen wie der Herrlichkeit Israels, spricht der Herr Zebaoth. Zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs gering sein und sein fetter Leib wird mager sein. Es geht hier um eine, ich möchte sagen, Verwüstung oder zumindest einer sehr schlimmen Zeit für sowohl Ephraim und das Haus Jakob, das Haus Israel, was dann auch Amerika mit einschließt, wenn wir wissen, wo heute die Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda sind. Aber es geschieht zu der Zeit. Nun, zu der Zeit eine unglückliche Übersetzung. Im Englischen heißt es in that day. Es ist eine Zeitspanne, die immer und immer wieder betont wird, die auch der Tag des Herrn genannt wird. Eine Zeitspanne kurz vor der Wiederkunft Christi. Schauen Sie, in der Zukunft wird es zu einer großen Trübsal kommen. Und nachdem die große Trübsal begonnen hat, fängt dann der Tag des Herrn an. Und alles in allem wird es so um die 3,5 Jahre dauern, möglicherweise etwas weniger. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, schauen Sie. Von daher ist der Zeitpunkt der Vernichtung von Damaskus noch nicht gekommen. Er wird geschehen, aber er ist noch nicht gekommen. Und er wird scheinbar in gewisser Weise zu einem ungefähren Zeitpunkt geschehen, wenn es auch an das Haus Israel, das moderne Haus Israel geht. Ephraim, das Haus Jakob. Lesen wir eine weitere Stelle. In Jeremia, Kapitel 49, die Verse 23 bis 27. Da heißt es, wieder Damaskus. Hamat und Arpad sind zu Schanden geworden. Sie sind verzagt, denn sie hören ein böses Gerücht. Ihr Herz bebt vor Sorge. Sie sind so erschrocken, dass sie nicht Ruhe finden können. Damaskus ist verzagt und wendet sich zur Flucht. Es zittert und ist in Ängsten und Schmerzen wie eine Frau in Kindsnöten. Wie ist sie nun verlassen, die berühmte und fröhliche Stadt? Darum wird ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen fallen und alle ihre Kriegsleute werden umkommen zur selben Zeit. Wiederum im Englischen in that day. Es geht wiederum um diese Zeitspanne in der Zukunft, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will an die Mauern von Damaskus Feuer legen, dass es die Paläste Ben-Hadads verzehren soll. Auch das in der Zukunft wird es geschehen. Syrien wird total zerstört und vernichtet werden. Aber eben noch nicht jetzt. Und eine weitere Stelle noch im Propheten Amos. Amos Kapitel 1, die Verse 3 bis 5.
so spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen derer von Damaskus will ich sie nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten gedroschen haben, sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hazaels, das sollen die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen, also der Schutz wird weggenommen werden, und die Einwohner aus Bikart Aven und den, der das Zepter hält, aus Ben-Eden ausrotten, und das Volk von Aram, Syrien, soll nach Kir weggeführt werden, spricht der Herr. Kir, eine sehr interessante Stadt, sie wird auch in 2. Könige 16 erwähnt, denn damals hat der König von Israel, oder vielmehr der König von Assyrien, die Menschen, die Syrer, nach Kir in die Verbannung gebracht. Und wenn diese geschichtliche Situation eine Prophezeiung ist für die Zukunft, dann wissen wir, dass es der König von Assyrien sein wird, der moderne König von Assyrien. Und Sie müssen natürlich wissen, wer heute Assyrien ist. Es gibt heute nach wie vor die Assyrer. Und es geht nicht um Menschen da im Irak hauptsächlich, sondern es geht um die Nachfahren der Assyrer heute in Deutschland und Österreich. Es geht um diese Menschen, die eine Heeresmacht zusammenstellen werden. Es geht um eine Europäische Union von 10 Nationen oder Nationengruppen unter der Führung von einem Führer, der auch das Tier genannt wird in der Bibel, der auch der König von Assyrien genannt wird, der auch der König des Nordens genannt wird. Alles dies, die gleiche identische Situation, die identische Persönlichkeit. Und es wird diese Persönlichkeit scheinbar sein, die gegen Syrien vorgehen wird und vernichten wird. Und diejenigen, die überleben, bleiben, in die Verbannung schicken wird, in Kir. Und Kir, eine Stadt, viele Kommentare meinen, es war damals eine Provinz unter assyrischer Herrschaft oder babylonischer Herrschaft. Das würde sehr viel Sinn ergeben. Schauen Sie, alles dies wird geschehen, aber es wird in der Zukunft geschehen. Es wird geschehen, nachdem die große Trübsal begonnen hat, nicht vorher. Und die große Trübsal wird heraufgebracht werden, wodurch? Durch einen Angriff von Europa gegen Amerika und England. Das wird die große Trübsal sein, der Beginn der großen Trübsal. Diese Dinge entwickeln sich heute zu dem Punkt, wo es tatsächlich zu einem weltweiten Krieg kommen wird, einem Krieg mit Nuklearwaffen geführt, mit chemischen, biologischen Waffen geführt. Wir haben mehrere Broschüren veröffentlicht, die das näher erklären. Die 10 europäischen Wiederauferstehungen des ehemaligen Römischen Reiches geht ganz klar und deutlich auf diese Situation ein. Europa in der Prophezeiung, Deutschland in der Prophezeiung. Sie müssen diese Prophezeiungen verstehen, um zu begreifen, was wir heute erleben. Was wir jetzt sehen in Syrien, ist vielleicht ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird, aber es ist noch nicht die Situation, die zum Dritten Weltkrieg führen wird. Die wird noch kommen und die wird so viel schrecklicher sein, als man sich es überhaupt vorstellen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Sendung auf Posten stehen. Auf Posten stehen ist eine Sendung der Kirche des ewigen Gottes. Weitere Videos sowie Broschüren und Artikel finden Sie auf unserer Webseite aufpostenstehen.de.